So, Heil und Segen, Freunde, Kameraden, ich bin wieder mal online. Ja, ihr seht mich senden. Ich werde das auch gleich noch ein bisschen weiter verbreiten, das Ganze. Ja. Dass das so viele wie möglich sehen können. Ich bin jetzt schon dabei, dauert noch eine Sekunde. Moment, Videolink. Moment. Das Link kopieren. So, los geht das jetzt hier. Mal gucken, Schwarz Wiking einfügen. Hab einmal. Zweimal. Dreimal. So, was haben wir darin gepostet? Wenn ich noch bei Telekom ein bisschen was verbreiten. Ich glaube, das war falsch herum. Oh je. So. Ab geht's bei Telekom. Ja. Da meine Gruppe auch noch bin. So, jetzt haben wir das erstmal verbreitet, die ganze Geschichte. Hier ein bisschen. Gucken. So, jetzt fangen wir natürlich an. Grüßt euch, Heil und Segen hier in die Runde. Jo. Mein Name kennt ihr alle, ich bin der Enrico. Ja. Ich komme hier aus Sachsen. Wir hatten jetzt drei lebhafte Wochen hinter uns. Ganz speziell, ja, seit letzter Woche Donnerstag war das absolut lebhaft, aber dazu später mehr. Den Titel habt ihr gelesen, auch den Untertitel dazu, ja, Aufklärung, ne? Es geht um falsche Leute im Kampf für unser Vaterland. Wer möchte, kann ja gerne mitreden bei mir, also schicke ich einen Link zu. Da machen wir irgendein Diskussionsfeld auf, dann wird es eingeblendet und gut, fertig ist das. Dann funktioniert das hier. Wir beginnen aber erstmal ganz ordentlich und ordentlich und rechtlich hier. Ja, wir sind Deutsche, also beginnen wir hier mit unserem mit einem Lied für unser Vaterland, ne, mit der Deutschlandlied in allen drei Strophen, im Original natürlich. Und dann werden wir weiter diskutieren.
So, Kameraden, Kameradinnen und Freunde, das war's. Deutschlandlied, eigentlich die deutsche Nationalhymne von Heinrich Horst von Pallersleben, getextet und gedichtet, ja, schon eine ganze Weile her, und das war noch vor dem Dritten Reich. So, kommen wir zum Thema. Wir fangen mal an mit einem gewissen Menschen aus Weilheim, ja, Baden-Württemberg, in der Nähe von Mannheim ist das. Er nennt sich Günter Deckert, ja, seines Zeichens Mitbegründer der JN. Ja, mal so eine komische Frage. Er regt sich bei mir auf. Moment, ich müsste das jetzt hochholen. Ich mache es gleich aktuell. Ich habe mal eine E-Mail auf, Gott sei Dank. Moment. Er hat mir eine E-Mail geschickt. Gehabt. Ja, wo ist er jetzt hin? Anwalt, da. Mal sehen. Ja, hier ist meine Anwaltpost. Ja, mal sehen. Ich will schon zurückgehen. Stand. Wo sind wir jetzt hin? Wo fliegst? Ach nee. Ach, weil ich bin in die gesendeten Objekte, dann bin ich dann noch ganz. Jetzt kommt richtig Posteingang. Da bin ich richtig Posteingang. Da ist schon. Ja. Jupp. Also schreibt hier unten den Namen Päckchen. Also ich hatte, lange Rede, kurzer Unfug, er hatte mich gebeten, ich sollte ihm einige Videos erstellen, in einer gewissen Anzahl, ja, wo ich auch gewisse, um die Videos originalgetreu erstellen zu können, und gewisse Programme brauchte, die ich mir auch kaufen musste, ja, die es nicht für umsonst gibt. Und anhand der geringen Stückzahl, die er haben wollte, das waren im ersten Anlauf 10 Stück, dann waren das weitere insgesamt, dann kam nochmal für andere Videos, für einen anderen Sachen, für andere Videotitel eine andere Stückzahl zusammen. Das erste Video, wie gesagt, ist nicht mehr im Handel erhältlich, weil der dementsprechende Versand, den gibt es nicht mehr. Da ist es ja natürlich verständlich, dass man sagt, okay, wenn das nicht mehr erhältlich ist, offiziell im Handel, dann, wenn es den Versand nicht mehr gibt, da kann man gewisse Videos vervielfältigen und dass andere Leute auch, andere Menschen auch in den Genuss kommen können, diese Filme sehen zu können, ist ja okay, aber ja gut. Ich musste halt diese Programme kaufen, um zwei, drei Programme waren das, insgesamt drei Stück, um diese Videos originalgetreu erstellen zu können. Ich habe es getan, ich habe ja auch die Videos originalgetreu erstellt. Ja, jetzt geht es hier rund. Mut zur Wahrheit. Bringt mir hier was rüber. Na gut, okay. Wie das Übliche. Da habe ich dann halt ihnen einen Briefchat zugeschickt gehabt. Also die Videos sind direkt per Boten zu ihm gekommen. Also über 550 Kilometer Weg hat ein Bote auf sich genommen. Die Videos von uns hier aus Sachsen mitzunehmen und bei Ihnen in Weilheim abzuliefern, persönlich, mit einem Brief dazu, wo drin stand, was ein einzelnes Video kostet, was sie zusammen kosten, einschließlich anhängig der Kontodaten, wohin das Geld zu gehen hat. Ja, und dann wurde diesen Boten 2 Tage später mitgeteilt, ja, er hätte das Geld gleich am nächsten Tag überwiesen auf dieses betreffende Konto. Es kam aber nie etwas an. Auf dem Konto, ganz im Gegenteil war der Fall, und wir haben mehrfach hin und her diskutiert. Ich habe diesen betreffenden Boten auch offenkundig gemacht, anhand von Kontospiegel und so weiter, dass eben nichts eingegangen ist, dass er nie etwas angewiesen hatte, denn eine elektronische Anweisung, also Homebanking, wie das so schön heißt im Neudeutsch, ist ja innerhalb von Stunden bzw. von der Fremdbank innerhalb von 1,5 Tagen auf dem Konto zu sehen. Kam nichts rein, also er wollte das an den Dienstag überwiesen haben. Am 20.04. hat er das Paket bekommen mit 10 DVDs und am
21. wollte er es angeblich angewiesen haben, das Geld. Ja, am Dienstag. Es kam nie etwas an, ich habe es auch bewiesen. Auch die Kommunikation damals noch, wo ich noch Facebook hatte. Ich bin ja in Facebook komplett gesperrt, mein ganzer IP ist gesperrt worden in Facebook. Nicht bloß meine E-Mail oder irgend sowas, nein, die IP. Ich kann und will mich dort auch nicht mehr einloggen, also definitiv nicht. Ja, egal erstmal. Und auf jeden Fall, ich habe die Kommunikation, die ich mit diesem Herrn Deckert hatte, dem Boten übermittelt, übersendet. Ja, dass er sehen konnte, okay, was schreibe ich, was schreibt der Herr Deckert. Natürlich auf die Anfrage, ob er das Geld schon angewiesen hatte, das war der Mittwoch oder Donnerstag, kam keine Antwort. Im Gegenteil, es kam eine Auflage, wie viel er von diesen anderen Videos gerne hätte vervielfältigt haben wollen, von jeder Sorte. Aber nicht die Antwort, ob er das Geld schon angewiesen hatte. Bla 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 bla. So, lange Rede, kurzer Unsinn. Ich habe dann auch einen Kontospiegel gemacht. Ein Screenshot davon habe ich ihm das zugeschickt, dass er sieht, dass ich die Wahrheit spreche. Ja, und dass er von dem Herrn Deckert von vorne und hinten angelogen wird, im wahrsten Sinne des Wortes, und das nicht erst wegen dieser Geschichte, sondern eigentlich schon seitdem der Bote mit dem Herrn Deckert zu tun hat. Aktiv seit letzten Jahres, richtig, wird er von vorne und hinten belogen, betrogen und ausgenutzt, aber dazu kommt man später mehr. Jetzt erstmal zu dem Thema. Ja, und hin und her. Und dann hieß es dann auf einmal, kriegte der Bote von dem Herrn Deckert eine Info. An dem Samstag darauf hieß es, Samstagabend, ja, die Bank hätte ihn jetzt informiert, er hätte falsche Zahlendreher drin gehabt und so weiter. Ich weiß nicht, wenn ich Online-Banking mache, ich tippe hier an meinen Computer, habe einen Zahlendreher im Empfängerkonto drin, dann geht das gar nicht erst weg, das Geld. Dann meckert mein Computer so was rum, das Programm in Online-Banking. Ja, das Konto existiert nicht und so weiter und so fort. Prüfen Sie die Zahl, prüfen Sie die Eingabe. Oder irgendwas kommt dann meistens. Ja, aber er wollte halt diesen Boten weiß machen, ja, er hätte 5 Tage. Später erst Informationen bekommen über das Konto und dergleichen, dass er eben einen Zahlendreher hätte gehabt. Ja, und es hätte nicht angewiesen werden können, das Geld. Wir wissen alle, der Deckert macht Online-Banking, das bekündet, hat auch bei jeder Veranstaltung bekundet, dass er so etwas tut. So, ja, das ist mein Telegram, der bitte blinkt im Hintergrund, aber egal, das mal. Oh, den kann ich erstmal abschalten hier als solches. Da. Ich schalte jetzt mein Telegram ab. Ja, dass ich hier relativ Messenger überhaupt, dass die Blinktöne rausgehen. Oh, gut. Ja, lange Rede, kurzer Unfug. Und dann hieß es dann eben einfach urplötzlich einmal, er schickt eine Bankanweisung. Eine Verrechnungscheck, nicht Bankanweisung. Sorry, entschuldigt bitte. Ein Verrechnungscheck über die Summe plus 31 Euro pro Kasse für das, die kommenden Sachen. Ja, ich hätte Ihnen eine komplette Rechnung stellen können, nicht bloß die Sachen, die erste Lieferung, die ich erledigt habe, sondern auch die Kosten für die dazugehörigen Programme, wo 1 auf 45 Euro gekostet hat, habe ich natürlich nicht getan. Ich habe Ihnen nur die, wie man das kameradschaftlich macht, ja, in Kameradenpreis ernannt, was mich das kostet, DVDs zu kaufen, Rohlinge zu kaufen, die Arbeit, die ich hier reinstecke mit dem Zeitaufwand plus Stromgebühren und so weiter und so fort, bin ich bei pro Stück unter 10 Euro geblieben, 7 Euro pro Stück, aber erstmal egal. Die Programme, die ich dazu habe kaufen müssen, habe ich nicht berechnet. Ja, gut. Aber wenn ich in Vorkasse gehe, wenn ich irgendwo in Vorkasse gehen muss, bei irgendeinem Kauf, ob das jetzt Autokauf dergleichen ist, bin ich ja gezwungen, mindestens 1/3 vorzufinanzieren. Oh. Und wenn ich mir überlege, er wollte ja noch über 40 DVDs haben, 40 mal 7 sind 8, 20 sind 280 Euro.
So, prima. Also rund 300 Euro und davon ein Drittel wären mindestens 100 Euro pro Kasse gewesen. Ja, wir haben die 31 Euro für Aufwandsentschädigungen zurückbehalten. Wir mussten noch diesen Paket, das er uns zugeschickt hatte, mit diesen DVDs hinterherfahren und so weiter und so fort, immer ausfindig gemacht, an welchen dementsprechend Hermes Depot das gelandet war, das Ding, weil er ja nicht mal genau lesen kann. Ich habe ihn per Computer, per Facebook damals, wo ich noch Facebook hatte, die genaue Adresse geschickt, ja, nicht mit Hand geschrieben, sondern in Computerschreibweise, habe ich ihn genau in die Fettschrift geschrieben, die Straße, die Hausnummer, mein Name und Postleitzahlenort. Oh. Und wenn man in dem Alter als ehemaliger Lehrer zu dämlich ist zum Lesen, zu dämlich, so blöd ist zum Lesen, soll man in die Schule zurückgehen, sich sein Schulgeld zurückgeben lassen. Dieser Mann ist jetzt 80 Jahre, aber das Alter interessiert mich in dem Fall nicht. Er will anderen Leuten Vorschriften machen, ja, und ist ein Sternenträger im Herzen. Aber dazu, ich beweise euch dann gleich noch, warum dieser Herr Deckert, ja, kein Deutscher, von Geburt her deutsch ist, aber im Herzen ist er ein Sternenträger. Ja, ihr wisst, was ich meine mit Sternenträger. Ja, auch genannt Herzensjude. Ja, und das sind die schlimmsten, die es überhaupt gibt. Die sind ja noch schlimmer. Die können sich bei den Zionisten gleich nach hinten anstellen. Ja, definitiv. Und ich beweise es euch hier heute. Ja, das sind nicht irgendwie scheiß leer geredet. Ja, was ich da sage. Ja, wie gesagt, wir mussten dann eben rumfahren, den Paket hinterherfahren. Dann habe ich das kleine Päckchen geholt, wo die ganzen anderen Aufträge drin waren. Und da habe ich reingeschaut, ja, Haufen Müll war mit drin, Haufen Werbungsmüll und dann lagen die Filme drin, die ich hätte vervielfältigen sollen. Da habe ich nachgeguckt. Alle diese Filme sind noch frei im Handel erhältlich, weil die ganzen Verlage, die diese Filme herausgegeben haben, noch existieren. Ich habe recherchiert, alles im erhältlich und da habe ich es dann verweigert, aufgrund dessen wir uns belogen und verarscht hat, wir den Poten, der für ihn die Sachen abgeholt hat und ja, wir ihn belogen und verarscht hat. Habe ich gesagt, Schluss, das reicht, solche Leute gehen gar nicht. Ja, da kriegt von mir von uns überhaupt nichts mehr erledigt. Wir tun für solche Leute nichts mehr. Wenn ich was für mein Volk tue, dann tue ich es, wenn ich es tun will und hänge ein Preisschild dran. Ja? Und er hat sich aufgeregt, dass er die 31 Euro, also wie gesagt, die E-Mail, mal gucken, ich werde jetzt gleich mal ins Schreibprogramm reinkopieren, damit ihr nicht mehr ganz das E-Mail-Postfach seht. Und dann zeige ich euch das mal. Mal gucken, dann blende ich euch das ein. Oh, mal sehen, Günter Deckert habe ich ja auch noch drin. Dudi, Dokumente. Moment. Für einen Anwalt. Notwendigkeit, Beschwerde, hallo Günter. Habe ich das drin? Hallo Günter. Ach nee, stopp. Mensch, ich muss mal gucken, wo habe ich denn das schriftliche? Telekom, nee. Ruhestörung, ich muss hier nachgucken. Antrag. Ich muss mal das Schreibprogramm aufmachen, ob es das war. Ich will es gleich wissen. Wenn nicht, werde ich das gleich mal reinkopieren. So schlimm ist es nicht. Also, das ist ja klar. So, Moment. Das war das. Gut. Mache ich ein neues Schreibprogramm auf, kopiere das rein, den E-Mail-Text, den mir der Herr Deckert geschickt hat, per E-Mail, und dann könnt ihr das gleich lesen. Ich blende es euch gleich ein, weil sowas geht überhaupt nicht. So, ich werde es gleich machen, so, gut, jetzt kopiere ich die ganze Kiste. Kopieren, Husch, Zack, einfügen. So, haben wir das auch gemacht. So, jetzt kann ich es einblenden. Mal gucken. So, Bildschirm einblenden. Mal gucken. Bildschirmaufnahme. Da. Mal sehen, was haben wir denn da jetzt hier? Nee, das war es nicht. Entfernen. Was ist denn das da?
Fensteraufnahme. Ah, Fensteraufnahme ist das okay. Automatisch, nee. Warum kriege ich denn das Bild nicht rein? Ja, fix noch einmal. Compression. Ah, jetzt muss ich gucken, wie ich das hier einblenden kann. Fensteraufnahme funktioniert nicht. Ja, ausblenden, wo ist das entfernen? Ja, was ist denn das? Ach Mann. Ich habe schon lange nicht mehr mit OBS gearbeitet. Bildschirmaufnahme, Fenstereinblendung, Medien, Text, Gruppe. Okay. Moment. Geht mir mal was machen. Moment. Da. Mal gucken, ob das funktioniert. Speichern Dokument. Okay, jetzt probieren wir es mal aus. Ach Mist, es funktioniert das nicht, wie es funktionieren soll, verdammte Scheiße. Aufnahme. Mist. Ja, das funktioniert jetzt nicht so, wie es funktionieren soll. Ich lese euch das jetzt einfach vor, abbrechen. Ehe ich jetzt hier weiter rumsuche und rumdiskutiere, das will einfach nicht. Und wenn es nicht will, will es nicht. Da muss ich mir erst mal zurechtfinden, wie das hier wieder richtig funktioniert. Also, er hat dir geschrieben, Günter Deckert, ne, also Absender, E-Mail-Absender habe ich noch hier drin. Moment, der E-Mail-Absender ist Päckchen, heißt das die Überschrift Dienstag, 16.06.2020 um 1.04 Uhr hat er die E-Mail geschrieben. Ne? Oh. Ah, 1.04 Uhr und ich, ja. Es ging heute ein, hat er geschrieben. Ja, ach, hier oben habe ich das drin, Günter Deckert, sehe ich, ja, ich muss mal hochholen, ich vergesse das Antwort. Alle Antworten weiterleiten, bla bla bla, es ging heute ein. Deine intelligente Nachricht ohne Tat und Beweis, dass was für ein miese Typ du bist, also ich, ne? Zudem ein Schnorrer. Schnorrer, alles klar. Du warst zu blöd, also ich, an die Danke in Klarau zu fahren, obwohl du aufgrund der Daten genau wissen konntest, wo das Päckchen gelandet ist. Ja, nachdem ich nachgeforscht habe, ewig viel Telefongeld bei diesem dreckigen Hermes-Versand mit einer Service-Nummer, was ja auch Geld kostet, die nicht kostenlos ist, hinterlassen habe, der Dreckvogel. Ne? Also ich muss ja alles wissen, weil ja, gut, okay. Ich hätte noch verstanden, dass du das Rücksendekosten von den 31 Euro, die er mir als Vorkasse gegeben hat, ne, für die kommende Lieferung, auch noch zwei, drei Euro, also Euro, ne, für die Kilometer zu Danke zurück und zurück. Aber einfach 31 Euro kassieren, so bist du nicht nur ein Schnorrer, sondern ein Sozial-P, na, kann man sich ausreden, ne, was man da sagen will, sondern auch ein Charakter, ja, Charakterkerl oder Charakter,
Ein Charakter Lump wahrscheinlich oder sowas. Ein Charakter L, ne? Ich werde das je nach Erfordernis auch überall zur Sprache bringen, wo dein Name fällt, also wo mein Name fällt. Und dann noch der letzte, die Schlusszeile heißt, lauf mir nie wieder über den Weg. Oh. Also, ne, also ich soll ihn nicht mehr über den Weg laufen. Oder irgendwie auch immer. Ich habe vor dem alten Mann keine Angst. Ne? So, und dann habe ich drauf. Moment, jetzt muss man zum anderen Text kommen. So, jetzt schicke ich euch. Jetzt lese ich euch das noch vor, was wir, meine Frau und ich, an ihn in den Paket, in deinem Päckchen, einen Brief reingelegt haben, zurückgeschrieben haben. Es ist nicht beleidigt, nicht strafbar. Und dann haben wir geschrieben: Hallo Günther. Wir hier. Wir lassen uns nicht erpressen und lass dir eins gesagt sein, die 31 Euro, ne, also die, was wir an Prokasa haben, hingelegt hätte, behalte ich dafür als Entschädigung, da wir deinem Paket hinterher fahren mussten. Ja, wir mussten hinterher telefonieren über die kostenpflichtige Servicenummer mehrfach von Hermes. Und dann hinterher fahren, damit wir definitiv das Paket gefunden haben. Das war Schweine, das waren 5, 6 Anrufe, die wir da tätigen mussten. Ja, und das vom Handy auf den Servicenummer, die kostet ja richtig Geld. So, von uns bekommst du deine DVDs zurück, also die haben zurückbekommen. Such dir ein paar andere Dumme. Wir machen nichts mehr. Also, dass ich ein paar andere Dumme suche, die für ihn zu dämlich sind und die Arbeit für nichts machen. Ist bei uns nicht. So, so viel dazu. Ja, dann wollte das von uns. Am Anfang haben wir es als Kameradschaft getan, weil wir dachten, er wäre ein Kamerad. Aber wie gesagt, er hat sich seit seinem ersten Auftritt, wo wir ihn das erste Mal gesehen haben, und das ist schon einige Zeit her, 2 Jahre schon, oder so, nee, schon länger, über 3 Jahre schon her, wo wir ihn das erste Mal, 3, 4 Jahre, wo wir das erste Mal gesehen haben. Das war damals bei der Lady Michelle Renouf, da war mitten in der Woche eine Veranstaltung, wo wir auch, meine Frau und ich, den Catering übernommen haben, den Veranstalter gemacht haben und den Catering, also die Verpflegung übernommen haben. Da hieß es, unsere Preise stehen fest, 5 Euro pro Mahlzeit, nicht pro Portion, sondern pro Mahlzeit, also Frühstück 5, Mittag 5, Nachmittag und Kaffee, Abendbrot auch 5 Euro. Man kann essen, bis man satt ist. Oh. Alle Gäste dort, na, ich habe dort keinen einzigen Gast eingeladen und es lief alles, die Einladungen liefen alle über die Lady Michelle und so weiter. Damals haben freiwillig ja, die Aufwandsentschädigung uns gegeben, weil wir das ganze Essen gekauft haben und nicht bei Aldi, sondern direkt bei der Quelle hier, ne, bei Bauern und beim Metzger, die ihr Viecher von den Bauern kriegen, wo wir unsere Milch und Eier kaufen. Ja, war halt eben alles tipptopp. Und die Leute haben nicht gegessen, die haben gefressen und kamen unten an. Ja, wie viel kriegt ihr? Und wir haben gesagt, 5 Euro. Die haben uns alle erstaunt angeguckt, dass man sich für 5 Euro satt essen kann. Ich sage, ne, ich will nicht mehr haben, als was ich ausgegeben habe. Unterm Strich darf nichts mehr. Darf kein Plus bei rumkommen. Ne? Muss plus minus null sein. Es hatte damals nicht plus minus null. Ich hatte damals auch negativ gemacht, weil weniger gekommen sind, die angekündigt waren. Aber es spielt keine Rolle. Und da sind wir auch zu den Herrn Deckert hingegangen. Ja, wollten da, nachdem er gegessen hat, den Obolus einholen. Da sagt er: Nein, ich zahle nichts. Ich bin hier eingeladen. Ich krieg alles wie umsonst. Oh. Ich dachte mir, was ist denn das für einer? Ja, wir selber hatten keinen eingeladen, hatten alles die Frau Renouf eingeladen, die Leute, die da waren. Aber alle, die da eingeladen waren, außer der Herr Deckert, haben alle bezahlt, freiwillig. Ja, die haben alle gefragt, was bekommt ihr? Da kam sogar der ein oder andere an, hier hast du 50 Cent fürs Kind noch dazu, für eure Kinder, ne? Weil das so gut war und. Das Essen hatte eine recht hohe Qualität gehabt. Ja. Wesentlich höher wie die Qualität, wie die jedes Jahr im Hofhaus ist. Ja. Spielt auch keine Rolle, das macht er das so.
Und jetzt verstehe ich auch, warum er so ist. Wie gesagt, der Günther Deckert wohnt in Weilheim. Ob jetzt dieses Haus aus politischen Gründen, wo er da wohnt, auf den Namen seiner Ehefrau läuft, spielt keine Geige. Ja, er kann über das Vermögen genauso verfügen. Das wissen wir alle. Ja, er hat zwei Mietshäuser hier in Sachsen. Eins in Annaberg-Buchholz, eins in Krenitz. Alle Häuser, alle beiden Häuser vermietet an, ja, heute geht es wo Empfänger zum größten Teil. Für den maximalen Mietpreis, den der Mitspieler hergibt. Auch in Baden-Württemberg hat er einiges Immobilienteile, nicht ganze Häuser, aber Immobilienteile, Eigentumswohnungen, die er vermietet. Die sind auch zum maximalen Mietpreis vermietet, was er dort am Mietspiegel bekommen kann. Oh, und die Arbeiten, die dort verrichtet werden müssen, die eigentlich im Aufgaben des Vermieters sind, des Eigentümers, quasi das Herrn Decker wären, ja, erledigen dort die Mieter, ja, für null. Ja, da kommt, normalerweise ist der Vermieter verpflichtet, laut Mietgesetz schon mal, jegliche Arbeit in Haus und Wohnung, die nicht im Mietvertrag einschließlich verankert sind, dass die der Mieter tragen muss, muss der Vermieter das dem Mieter gutschreiben. Entweder in der Miete, A, beziehungsweise entlohnen. Steht im Mietgesetz. Und weder das eine noch das andere tut der Deckert freiwillig. Ich weiß es aus erster Hand, weil ich mit einem dieser Mieter gesprochen habe und die Vorfälle diesbezüglich, den Namen lasse ich jetzt mal aus, na, das ist ein sehr guter Kamerad, mit einem dieser Mieter gesprochen habe, ja, wo der bei ihm eingezogen ist, lag noch die Wohnung voll mit Gegenständen des letzten Mieters und des vorletzten Mieters, also der letzten beiden Vormieter, noch in der Wohnung drin. Ja, also der Günther Deckert kriegt sich mal gebacken, die Wohnungen in einen ordnungsgemäßen vermietbaren Zustand zu vermieten. Das heißt, sauber und renoviert. Zumindest mit frischen Farben und so weiter und so fort. Nicht mal das. Ja, da liegt der ganze Müll noch von dem letzten Mieter und dem vorletzten Mieter in den Wohnungen drin. Ja, ich verstehe das nicht, ehrlich. Und so einer wie uns will auf unserer Seite, will für unser Volk kämpfen und bescheißt und belügt und betrügt sein eigenes Volk, seine eigenen Landsleute. Nee, geht überhaupt nicht. Absolut nicht. Und dann erfahre ich noch im Nachgang, ja, der hat das gar nicht notwendig, der hat ja auch noch Immobilien, ich habe das von glaubwürdigen Quellen erfahren, Immobilien oder Immobilie im nicht deutschen Ausland, irgendwo in Südeuropa. Ja, also ich würde sagen Spanien oder Italien, irgendwie sowas sollte der haben. In Anführungsstrichen, unter Vorbehalt. Ne? Ich habe das aus doch recht glaubhaften Quellen, ist mir das von mehreren Leuten zu Ohren getragen worden. Ja. Oh. Und da könnt ihr mal vorstellen, was für linke, geldgierige Schweine wir in unseren eigenen Kreisen haben, die uns auch noch erzählen wollen, was ist der Kampf fürs Vaterland? Der Kampf fürs Vaterland ist, ich bereichere mich an anderen, ohne selbst auch nur einen Finger dabei krumm zu machen. Ja, das kennt man, wer dieses römisch-jüdische Zinssystem erfunden hat, von den Leuten gucken sie sich das ab und machen das im perfekten Tun weiter. So was nennt man Herzensjuden. Und sie sind auch viel schlimmer, ja, wie die Eigentlichen. Ja, ich kann solche Leute, sowas nicht verstehen, dass man sowas in unseren Reihen überhaupt noch duldet. Duldet! Und die auch noch als Vorbilder bei irgendwelchen Veranstaltungen hinstellt und dergleichen, als Vorredner, bla bla bla, nur weil sie Mitbegründer der JN sind. Ich kenne so viele Kameraden quer im deutschen Lande, von Süd nach Nord, von Ost nach West. Ja, die waren früher alle mal in irgendeiner Weise am Anfang, ja,
in irgendeiner Organisation, in irgendeiner Partei, ja, sind aber ganz schnell ausgestiegen, weil sie mitgekriegt haben, wie dieses System funktioniert. Parteien heißt Teile und Herrsche. Ja, und nichts bei rumkommt. Ja, wie lange gibt es die NPD schon? Was kommt bei rum? Jetzt ist der Günter Decker seit letztes Jahr in Weilheim im Landtag, im Stadtrat, Entschuldigung, Landtag, Stadtrat ist es. Ja. Dann erfahre ich von den anderen Kollegen, ja, was Stadtratsmitglieder zum Beispiel für Gehälter haben. Wir nennen es Gehälter, weil beim Gemeinderat sind es Aufwandsentschädigungen und beim Stadtrat sind das dann schon richtige Gehälter. Ja. Die sie monatlich einkassieren. Jeden Monat nur, weil sie ein Mitglied sind und mal dort erscheinen, immer die Woche. Dafür gibt es richtig Geld, richtig fett. Da müsst ihr euch mal angucken. In Nürnberg irgendwie wären das 2200 Euro. Und Weilheim ist ja in den alten Bundesländern ist eine recht, ja, nicht gerade billige Wohngegend. Also wird das nicht wirklich viel niedriger sein. Wird es eventuell etwa gleich sein. Ja. Und er sitzt als Vertreter der sogenannten nationalen Parteien, Organisationen, als einer der wenigen dort im Stadtrat. Er alleine, vielleicht weil er auch noch einen Sekretär, noch einen zweiten Mann mit dabei hat, die können gegen die Übermacht nichts ändern. Das Einzige, was, und er weiß das, das Einzige, was er machen kann, ist Kohle einkassieren. Und eventuell mal wegen irgendeinem Widerspruch in der Zeitung stehen. So. Aber dass sich etwas ändert, das weiß er. Er kann nichts ändern politisch. Das weiß er auch. Ja, da ist im Stadtrat ein Eingang nur hier, pinke. Nur wegen der Kohle. Wenn es nicht wegen der Kohle wäre, man kann seine Kraft und Energie für unser Volk auch anders einsetzen. Ja, versuchen, dass man die ganzen Strömungen mal zusammen an einen Tisch kriegt. Das könnte man tun. Ja. Aber es ist gar nicht gewollt. Das will auch er nicht. Er will nicht... auf keinen Preis will der ein Günter Deckert mit dem Gerd Ittner zusammenarbeiten. Auf keinen Fall. Der bezeichnet einen Gerd Ittner als Verräter und hast du nicht gesehen. Ja, was ich natürlich nicht beweisen kann. Im Gegenteil, jedes Mal, wenn wir mal was mit einem Gerd Ittner zu tun hatten, ob das bei den Bilderberger damals war, ob das im Nachgang war und so weiter und so fort. Ja, ich kann nie behaupten, dass der Gerd Ittner ein Verräter ist, im Gegenteil. Oder dass er mich nur halb so beschissen hätte oder überhaupt einmal beschissen hätte finanziell, wie das ein Günter Deckert schon mehrfach getan hat mittlerweile. Und da kann er jetzt nicht kommen, ja, ich habe dich ja eingeladen, kostenlos, zu meinen zwei Veranstaltungen in den letzten beiden Jahren in der Harzhöhe, im Hofhaus. Ja, warum hat er mich eingeladen? Weil ich so blöd war und habe ihm das ganze Ding kostenlos filmisch festgehalten. Ja, ich glaube, bei Ihnen Manfred Dammann hätte er wesentlich mehr bezahlt. Wie nur in der Punkale Übernachtung und das Billigessen, was es da oben gibt. Weil die Getränke musste ich selber bezahlen. Wohl bemerkt, ich stand da extra drinnen in der E-Mail und so weiter. Ja, Getränke für mich, meine Frau, meine Kinder musste ich selber bezahlen. Ja, wenn man das im Nachhinein rumguckt und wenn ich dann nachgucke, was kostet dort oben die ganzen Gäste bei seinen Veranstaltungen, müssen bei ihm buchen, nicht direkt beim Pensionseigentümer, sondern alles bei Günter Deckert, die da kommen, müssen bei ihm buchen, bei ihm bezahlen, den Vollpreis natürlich, das Zimmer kostet so und so viel die Übernachtung, die müssen die Übernachtung komplett bezahlen bei Günter Deckert, im vollen Preis, das Essen im vollen Preis und der Günter Deckert macht den Abschluss dieser Veranstaltung, die Abrechnung der Gastwirtin, die er schon über Jahre kennt, ja, unter vier Augen, unter Stillschweigen alleine und kriegt wahrscheinlich einen ungeheuren Preisnachlass, weil er ja dementsprechend viele Betten belegt hat und dementsprechend viel gegessen und getrunken wird, kriegt er einen Preisnachlass, das heißt im Klartext, den Nachlass, den steckt er sich dann das Plus, was nicht nur 3 Euro sind am Ende, in die eigene Tasche. Ohne dass einer von den Leuten etwas davon erfährt. Ja, wenn ich nicht nachrecherchiert hätte und mir Gedanken gemacht hätte, ja, und die Leute gefragt hätte, was bezahlt denn ihr alles dort? Ja, wie viel? Wüsste ich das nicht. Ja. Ich habe mir die Preisliste der Zimmer dort angeschaut, was kosten die Zimmer, was kostet das Essen, früh, Mittag, Nachmittag und Abend, was kostet das Drumherum, und habe dort gefragt, was habt ihr bezahlt? So und so viel die Übernachtung, so und so viel fürs Essen. Oh,
Ich sage nur Halleluja. Da hat er ja richtig fett was eingesteckt. Ne? Und so einer will mir drohen, mir, der so link ist, ja, anstatt zu sagen, komm hier, für deine gute Arbeit und so weiter und so fort, hast du das, scheißt sich wegen 31 Euro sowas von in die Hose und hat Kohle ohne Ende, der Sack, der alte Drecksack, der hat richtig Kohle. Denn er hat hier, wie gesagt, hier in Kremenz, das ist bei Freiberg, ein Wohnobjekt, das ist voll vermietet. Ja, er hat auf dem Land, der hat inmitten in der Stadt Annaberg-Buchholz ein Wohnobjekt, das ist voll vermietet. Kassiert volle Mieten, weil das ganze Haus vermietet ist. Ja, und hat in Baden-Württemberg unten, Name spielt jetzt keine Rolle, auch mal Eigentumswohnungen, zumindest von einer weiß ich, voll vermietet. Das Haus, wo er wohnt, in Weilheim, Eigentum, Villa, gehört ihm oder seiner Ehefrau, also Familie, ja. Kostet keine Miete, kostet nur Laufkosten. Und nimmt wahrscheinlich, Leute, kassiert im Stadtrat, kassiert dort, kassiert da Kohle. Ich verstehe es nicht. Und scheißt sich wegen den, ich hätte sagen können, okay, ich bin eine Einzelperson, ich bin kein Verlag. Ich produziere nicht in tausenden Stücken, ich produziere einzeln. Da kostet dich das nicht, bloß die einzelne Aufnahme kostet dich keine 7 Euro, sondern die kostet dich 17 Euro. Hätte ich auch sagen können, nee, er hat ja schon bei 10 Euro rumgequiekt wie eine Sau. Da ist er auf die Barrikaden gegangen und sagt, pro Stück 10 Euro. Da ist er bald blöde geworden. Meine Frau ist Zeuge. Die wird am liebsten alles billig oder geschenkt haben, aber wenn er etwas geben soll, etwas abgeben soll, dafür wird es verlangt, der belügt dann und bescheißt die Leute, weil er bis dato noch nie etwas abgeschickt hatte, bis diesen Samstag, wo er den Boten erzählt hätte, angeblich hätte die Bank ihn jetzt informiert erst, er hätte doch einen Zahlenträger drin gehabt, bei Online-Banking. Bei Online-Banking kriege ich sofort eine Info auf meinen Computer, wenn ich einen Zahlenträger drin habe, weil dann, egal bei welcher Bank ich bin, dann zeigt mir das auf dem Computer an, das ist nicht möglich, die Überweisung. Fertig. Weil das Konto mit dem Kontoinhaber, mit dem Name, unter der Kontoinstitut, mit der Bankleitzahl, mit der Kontonummer gibt es nicht, existiert nicht und zeigt es mir sofort an. Und da muss ich nachprüfen. Und er will sagen, das wäre bei ihm erst nach 5 Tagen passiert. Ich frage mich, wie blöd hält denn er die Leute? Oder meint er, dass wir sogenannten Ossis so dämlich sind, dämlicher wie er? Da muss ganz ehrlich aufpassen, dass ich ihn nach Weilheim fahre. Da weiß ich, ich habe eine riesengroße Steueranlage, ja, ein Riesenteil. Das Ding dort aufbaue und den Leuten dort vor Ort erkläre, wer Günther Deckert ist, was er für ein Mensch ist. Da muss man nicht aufpassen. So Leute, ich mache jetzt mal kurz eine Pause. Wir können dann, wie gesagt, schreibt rein, wer hier mitreden will. Ich habe kein Problem damit, dass wir eine ordentliche Diskussion, ja, einen Dialog führen. Wäre wahrscheinlich angebracht. Ich werde natürlich das Video, was ich jetzt hier mache, dann später auch auf meinen Zweitkanal, ich habe ja noch einen Reservekanal bei YouTube. Irgendwo existiert noch ein oder gewisse Filme manchmal sehen kann. Ich werde das dort auch veröffentlichen. Wie gesagt, ich mache das dann später. Deswegen muss ich aufpassen, was ich wie sage, damit ich hier mal keine Scheiße einfange, weil ich das dann später auch auf YouTube und so weiter noch veröffentlichen will, dass das noch mehr Leute sehen können, dass das endlich ein Aufwachen stattfindet hier im Lande. Ja, dass wir die Verräter in unseren eigenen Reihen haben. Ja, es gibt sehr viele Leute, ich habe sehr viele Leute kennengelernt, die wirklich aktiv kämpfen und was verändern wollen, aber die kommen nicht dazu, weil im Norden da ähnelt er echt bei der AfD, nee, wir machen nichts mit der NPD, ja, weil das, die Direktive kommt von oben, die AfD-Spitze sagt, nee, wir machen nichts mit der NPD, die NPD-Spitze sagt, wir machen nichts mit denen, der dritte Weg, wir machen nichts mit denen, die Rechte, wir machen nichts mit denen, ja, die Pegida macht sowieso mit nichts, weil wir wissen ja, Bachmann ist ja, wer der Bachmann ist, wissen wir alle, ne? Brauchen wir gar nicht rumdiskutieren, der Gründer von der AfD, von der Pegida. Diskutieren wir nicht weiter rum darüber. Wie gesagt, ich mache jetzt ein bisschen Musik, ich schaue mal, was ich jetzt alles so machen kann. Da hat er da. Wir gucken mal rein. Da rein. Bei der Musik. Deutsche Musik. Ja, ich muss jetzt genau aufpassen, was ich hier an Musik spiele. Weil, wie gesagt, ich will dann das Ding noch veröffentlichen. Also kann ich nur Musik spielen,
wo keine A, keine GEMA ist, ja, und B, ja, die schon so veraltet ist, dass eben nichts weiter ist. Ne? Also, ich würde sagen, ich spiele das Lanzerlied jetzt, danach werde ich noch spielen. Wir lieben das Reich. Ne? Ich habe da noch einige Märsche, die ich spielen kann. Also ich fange mit Lanzer an. Oh, sorry, das ist Blümelein, das ist die Erika, nicht das Lanzerlied kommt später, aber wir spielen das auch. Ich bin
Ich war zwischendrin mit dem Kaffee holen. Ja, kein Bier, nichts anderes. Nur eine Tasse Kaffee. Rauchen nebenbei mein Pfeifchen. Und weiter geht's. Ja. Wie gesagt, also dieser Günter Deckert ist ein ganz schmieriger, ich würde sagen, wie soll man sagen, ein schmieriger Mensch. Ne? Wo man sagen muss, Aufpassen. Er kann gut reden, ja, das kann er. Ich bin kein Redner, also definitiv. Ich bin kein Redner, der vor ewig vielen Leuten reden kann oder reden möchte. Und ich sage immer, ja, die Stimme des Volkes ist jeder Einzelne. Ja, deswegen gibt es bei mir, auch wenn ich mit meiner Frau wieder, wenn wir wieder Kundgebungen machen und Veranstaltungen, offenes Mikro, das offene Mikro heißt, jeder, der dazu etwas sagen möchte, darf es gern tun. Er wird natürlich von mir im Vorfeld belehrt, nach diesen sogenannten wunderschönen Paragraphen, die uns hier gefährlich werden können, 86a und 130 StGB. Dazu habe ich auch noch ein bisschen was zu sagen, aber später mehr. Ja, und dann kann jeder gerne diesbezüglich sich immer bei mir äußern, der möchte. Keiner muss, aber der will, darf. Ja, das ist natürlich in vielen Kreisen, auch in unseren Kreisen, ungewollt. Ja, man kann da hingehen, zu welchen Veranstaltungen oder Demos
welche auch immer, kann man hingehen. Man kann dort nicht einfach das Wort ergreifen und selber mal dazu Stellung nehmen. Nein, egal wo man hingeht, ob man da bei der Pegida in Dresden hinrammelt, ob man dann zu irgendeiner AfD-Kundgebung hingeht, zu einer NPD-Kundgebung, wie auch immer. Es ist nicht erwünscht, dass da jeder mal da angehen könnte und könnte dort auch einen Dampf ablassen. Ja, wie man so hübsch sagt, selber was seine Erlebnisse da kundtut. Nein. Die Redner sind vorprogrammiert, ist alles schon festgelegt, wer reden wird, wer reden darf und wer was reden darf. Wohl bemerkt, also werden die Reden vorher auch noch kontrolliert, was die Leute reden wollen, was die da den sogenannten deutschen Dummvolk, kann man wirklich bald sagen, sind ja Schafe, die immer noch glauben, dass das der eigentliche Widerstand ist oder der eigentliche Kampf für unser Vaterland, ist weit gefehlt. Ja, es ist unmöglich. Ja, es gibt ein gutes Sprichwort, und das gibt es schon sehr, sehr lange. Das gibt es schon, ja, bestimmt, ich würde mal sagen, 300 Jahre bestimmt schon. Es kommt nichts Gutes, außer wir tun es selbst. Ja. Und jeder, der sich hier auf irgendetwas verlassen tut, willkommen in der Schafsherde, ja, ihr lieben Schafe, willkommen in der Schafsherde. Fangt endlich mal an, selbst eigenständig zu denken und nicht das zu denken, was euch vorgeschrieben wird, egal von welcher Seite das kommt. Ob das von den Linken kommt, die da für Geld etwas vorgeschrieben bekommen, die dann auf der Straße stehen und schreiben, Refugees willkommen, nie wieder Deutschland tut den Deutschen, ja, und das scheint zum Großteil alles Jugendliche, junge Leute, die selber einen sehr deutschen Stammbaum haben, ja, wo deren Vorfahren für unser Vaterland gekämpft haben, in beiden Weltkriegen, sowohl im Ersten als auch im Zweiten, die Fleiß, Schweiß und Blut vergossen haben für unser Vaterland, ja, für das Leben, was die meisten haben, ja, und es geht ihnen nicht schlecht. Und da stehen sie da und schreien nie wieder Deutschland. Ich glaube, wenn das ihre Vorfahren wüssten, die würden wahrscheinlich dann freiwillig, hätten die dann keinen Sex gehabt, ihre Nachkommen zu zeugen, wenn die genau wissen, was ihr Nachkommen wird. Hätten die das gewusst, hätten sie die Nachkommen nicht gezeugt, wohl bemerkt, ja, wie man so verblendet sein kann. Und in unseren Kreisen, in unseren sogenannten Widerstandskreisen, ich sage immer sogenannten Widerstandskreisen, weil das ist einfach nur in meinen Augen ein Pseudo-Widerstand, weil in fast jeder Organisation, jeder Partei, in jeder Organisation, was sich Widerstand fürs deutsche Volk nennt, überall der Staatsschutz, der Verfassungsschutz mit drin sitzt, der Feind. Ja, man braucht bloß zu schauen nach Gutmannshausen in die deutsche Gedächtnisstätte. Ja, der Gedanke ist sehr gut, eine Stätte zu haben, wo der zivilen Opfer des Zweiten Weltkrieges gedacht werden. Ich rede nicht des militärischen Opfer, sondern der zivilen Opfer. Egal, ob das die zivilen Opfer in den Ostgebieten sind, die zivilen Opfer in Dresden, Hamburg, Berlin und so weiter sind, oder an den Rheinwiesen, spielt keine Rolle. Finde ich ja den Gedanken als solches, findet jeder ganz in Ordnung, dass auch den Opfern gedacht wird. Ja, nur unter welchen Vorsätzen? Ja, Gutmannshausen ist unweit weg von Weimar in Thüringen. Jeder weiß, Weimar ist eine sehr, sehr rote, antifa-lastige Stadt mit sehr hohen Antifa-Anteilen. Aber komischerweise, die Gedächtnisstätte Gutmannshausen hat seit ihrer Gründung, seit ihres Bestehens, noch nie einen wirklichen Antifa-Übergriff erleben müssen. Geschweige denn, ein Graffiti am Haus oder so dergleichen, nichts, nada, null. Obwohl die großen Sommerveranstaltungen immer im Internet beworben werden und so weiter. Und wir wissen ja, die Antifa hat ihre Augen überall, auch im Internet. Ja, und sie wissen alles, was los ist, wenn man etwas über unsere deutsche Seite wissen will. Man muss nur nicht in den einschlägig deutschen Internetmedien nachschauen, nein, man schaut einfach mal in den Antifa-Medien nach, die haben alles drin, man weiß nie, woher die Informationen kriegen, aber die haben sie. Ja, haben wir damals bei den Rauferbeck-Prozesse und Maler-Prozesse alles gemerkt, dass die Antifa mehr wusste, mehr veröffentlicht hat, zwar mit anderen Vorzeichen, aber immer mehr darüber veröffentlicht hat, wie die eigenen deutschen Medien, nennen wir es mal so rum, egal ob das jetzt die deutsche Stimme, der
die Zeitung der NPD ist oder. Man kann die alle hernehmen, wie man will. Es wurde darüber nicht wirklich sehr viel, ja, aber egal. Ja, und dann kann man sich vorstellen, ja, wenn man sieht, wie die Antifa manchmal vorgeht gegen gewisse Widerstandskreise oder Widerstandsveranstaltungen, warum hat dann Gudmundshausen seit seiner langjährigen Bestehens noch nie einen Angriff erleben müssen? Das ist ein kleines Dorf, ist das. Fragestellung, ganz einfach, Antwort heißt, der Feind sitzt in den eigenen Reihen, die Antifa hat keinen Auftrag, die Antifa sind Auftragssöldner. Da, wo sie bezahlt werden, einen Auftrag bekommen, hinzugehen, zu stören, da gehen sie hin, und da, wo sie nicht bezahlt, wofür sie nicht bezahlt werden, da gehen sie einfach nicht hin. Ja, bei denen geht es nur um hier, das, was sie bezahlt kriegen, das machen sie, und was sie nicht bezahlt kriegen, machen sie nicht. Ja. Und Gudmundshausen steht nicht bei denen auf der Agenda drauf zu bezahlen. Genauso wenig wie die Pegida in Dresden. Habe ich schon öfters miterlebt, war schon öfters da, habe den Leuten die Pegida, die sie unbedingt sehen wollten, mal gezeigt. Die kamen zu uns und sagten, okay, man muss nicht hinfahren, auch wenn das unbedingt wollt, zeige ich euch das. Ihr werdet sehen, dass das, wie sagt man es hübsch, staatlich kontrollierter Widerstand ist. Ja. Die Leute glauben wirklich heute immer noch, dass die Polizei, die da ringsherum steht, mit ihren schönen grauen, weiß-grauen Einsatzwagen, wo da oben eine lange Schlange drauf ist, mit einer Kamera da schön oben drauf, dass diese Kamera uns verteidigen kann. Nein, die ist nur dafür da, um von jedem Einzelnen klare und messerscharfe Bilder zu bekommen, damit der Staat genau weiß, wer aus unserem Volke ja mit dem System unzufrieden ist und so weiter und so weiter und so weiter. Ja? Und die Antifa, die in Dresden am Rand steht, das kleine Krüppchen jede Woche, ja, die werden dann mal rangekarrt, dass die mal eine klebende Stimmung machen. Aber komischerweise, jedes Mal, wenn dort irgendein Redner am Rednerpult steht, hält die Antifa die Schnauze. Da hört man von denen gar nichts, weder einen Pfiff, noch einen Ruf, noch einen Schrei. Immer nur in der Rednerpause und so weiter, da machen sie mal Musik. Ne? Habe ich öfters mehrfach miterlebt, da bin ich sogar mal hingegangen, ganz neutral angezogen. Und habe mich mit den Leuten unterhalten, während die den Spaziergang gemacht haben, die Pegida, sagt die da was irgendwie, ja, die Antifa und bla, blub, blub. Und da habe ich nur zu denen dann gesagt, ja, ich kenne euch da besser, ich kenne euch von Berlin, ich kenne euch von Hamburg. Ihr könnt auch, wenn ihr wollt, warum tut ihr es nicht? Ich habe da keinen Auftrag und schub die Wuppe Ruhe. Da kam keine Antwort mehr. Oh, keine Antwort, ist auch eine Antwort. Aber wieder zurück zum eigentlichen Thema Günter Deckert und Verrätertum. Ich bin der Meinung, auch wenn er gewisse Sachen, das Schlimme ist ja an der ganzen Geschichte, im deutschen Widerstand, ja, das Verrätertum, das absolute Verrätertum, und dazu zähle ich mittlerweile auch den Günter Deckert mit. Ja, leider, ich habe auch mal anders gedacht von diesem Mann, musste mich aber eines Besseren belehren lassen, leider, ne, ja, lernen durch Schmerzen, wie es so hübsch heißt, ne. Wir haben lernen müssen durch Schmerzen, was uns sehr viel gekostet hat, ja. Wir standen im April die letzte Woche ohne Geld da, weil wir dieses Geld für die ganzen Programme ausgeben mussten. Ein Programm 40 Euro und 340 waren 120 Euro, die wir vorschießen mussten aus der Familienkasse, aus der, ja, und unser Lebensmittelgeld. Und dann wird zu uns noch vorgeworfen, dass wir am 20. kein Geld mehr hätten. Ja, wirft uns dieser Drecksack vor. Ja, obwohl wir am 20. hatte ich noch ein bisschen Geld für eine Woche Lebensunterhalt. Ich plane immer im Vorfeld, wir brauchen wöchentlich so und so viel Geld für Essen und Getränke. Und das wird am Anfang immer hingelegt, der Monat hat so und so viele Wochen. Dann wird für jede Woche das Geld zur Seite gelegt und dann, was man hofft dann immer, dass am Monatsende vielleicht ein Euro übrig ist, aber leider weiß es nie. Hat noch nie geklappt, dass am Monatsende ein Euro übrig war. Oh, und dann wird das hingelegt und dann wissen wir genau, immer, jede Woche können wir uns das Geld wegnehmen. Vom Monatsanfang, wenn das all geht, wo kommt, wird das aufgeteilt für den ganzen Monat. Oh, an Lebensmittel und so weiter und so fort. Oh, und natürlich hatte ich am 20. April noch Geld gehabt, natürlich. Ja, aber ich habe geschrieben, dass wir das Geld umgehend überweisen, weil ich halt die Programme, die ich benötigt habe, um diese Sachen zu, diese Arbeit perfekt ausführen zu können, vorfinanziert habe aus unserer Kasse. Ich habe die auch nicht geschenkt bekommen. Ja, ich musste die auch bezahlen, um das tun zu können, was ich haben wollte.
Oh, und er halt hat, habe ich mir gedacht, wie kann ich am 20. schon gegen Geld machen und also nur Vorwürfe machen, aus sich in die Lage versetzen, ist nicht. Ja. Also dieser Mensch ist nur ein, ja, wenn er jemanden als Schmarotzer bezeichnet, soll er mal in den Spiegel gucken, aber richtig die Augen aufmachen, wahrscheinlich sieht er da einen richtigen Schmarotzer und kriegt einen Herzinfarkt. Ja, und er merkt, oh Scheiße, er hat sich beim Mausen selber erwischt. Ja. Das, was er anderen vorwirft, ist er selber. Ja. Wir können mit Fug und Recht sagen, wir haben noch nie jemanden ausgenutzt. Noch nie. Ja. Im Gegenteil, wir haben überall drauf gezahlt. Ja. Und wenn jemand Hilfe braucht und es ist uns nur in irgendeiner Weise möglich, versuchen wir dieser Person, wie es so gut wie es uns möglich ist, unter die Arme zu greifen. Das hatten wir erst in der letzten Zeit gehabt. Die Hilfe ist gigantisch in den Arsch gedreht worden, aber richtig gigantisch. Da ging es sogar um ein Kleinkind, was Gott glaube ich jetzt wieder in sicheren Händen bei den Großeltern ist. Ein einjähriges Kind. Ja. Und dieser Person, die wir helfen wollten, war 30 Jahre alt, alleinerziehend. Ja, und treibt sich mittlerweile per Drogenrückfall in Berlin irgendwo am Kottbusser Tor oder Bahnhof Zoo rum. Ja, und versucht sich dort die Kohle zusammenzuschnurren, wir haben es selber gesehen. Um dort den nächsten Schuss sich setzen zu können. Also ehrlich, solche Leute, und die sich dann noch Deutsch nennen, wenn ein Deutscher wirklich versucht, diese Leute auf den rechten Weg zu bringen, geht gar nicht mehr. So, jetzt kriege ich gerade eine Bildnachricht, mal gucken, was mir meine Frau schickt. Ach, wir haben mir gerade ein Bildchen geschickt, unsere Tochter mit dem kleinen Hasen, die kuscheln wieder, gut, prima. So, also. Ich mache jetzt erstmal Schluss hier mit dieser kurzen Sendung. Also, was heißt kurze Sendung? Die läuft ja nun auch schon wieder über eine Stunde. Weil ich will die dann noch hochladen. Ich mache später noch ein bisschen Musik, würde ich sagen. Jetzt erstmal Feierabend mit der Sendung. Ich werde natürlich noch ein Musikliedchen spielen. Ich muss mal gucken, was ich spiele. Preußens Gloria oder Wir trauen ins Vaterland unser Herzen. Die lasse ich jetzt da durchlaufen und dann ist Feierabend für heute. Dann breche ich hier ab. Dann geht das. Und versuche das dann automatisch noch mit. Bei Frau K. bleibt natürlich das Video bestehen, ist klar. Läuft ja gleich weiter, aber ich versuche das dann eventuell gleich damit auf meinen bestehenden YouTube-Kanal hochzuladen, den ich dann habe, dass dann mehr Leute darüber informiert werden. Was für ein linker Miesmuschel dieser Günter Deckert aus Weilheim ist. Definitiv. Wenn er mir was androht, er will irgendwas, irgendwelche Geschichten erzählen über mich, ja, die er nicht beweisen kann, ja, wo jeder sagt, bist du ein bisschen bekloppt, wegen ihm 30 Euro dir in die Hose zu scheißen. Ja, sei froh, dass diese Menschen überhaupt was für dich tun. Ja. Gut, okay, soll er es tun, soll versuchen, uns in die Scheiße zu ziehen. Ich stehe sowieso schon als Verräter da, wenn ich der Meinung bin, einen aus unseren Kreisen entlarvt zu haben, mit Beweisen, dass er nicht das ist, was er vorgibt, werde ich als Verräter gebrandmarkt. Das war bei dem Volkslehrer so, bei diesem Nikolai Nehrling. Da stehe ich als Verräter da, der wird mittlerweile ganz hoch gehandelt, aber hat von Tüten und Blasen keine Ahnung. Ja. Und komischerweise, aber dazu vielleicht später mal wieder mehr. Ich könnte die alten Videos nochmal veröffentlichen, hier über VK. Ich glaube, ich habe die irgendwo hochgeladen. Da lade ich die VK nochmal hoch. Ich habe die in meinem Mega-Kanal drin, da kann ich die veröffentlichen. Alles kein Thema. So, was habe ich alles noch? Ne, dafür haben sie mich damals ganz kräftig bei YouTube ja, belangt. Und wenn mich YouTube belangen tut, dann wisst ihr ja Bescheid. Ja, wisst ihr, wem YouTube gehört. Ne? Und wenn die einen belangen, obwohl ich nichts gesagt habe, was verfassungsfeindlich wäre oder grundgesetzfeindlich wäre. Ich habe weder etwas wegen 130 StGB gesagt, noch wegen 86a. Ne? Und so weiter und so fort bei den Leuten. Ich passe da schon immer auf, dass ich das sowas nicht tue. Ja, dass ich die Filme meistens veröffentlichen und stehen lassen kann. Aber wenn ich da einen von krank gepisst kriege, dann wisst ihr Bescheid, woher der Wind weht. Ne? Aber egal, das war. Ich mache jetzt Musik, lange gequatscht heute. Kameraden, gerne wollte mitreden. Ist mir aber insofern wurscht. Wirbedidel. Ich habe meine Familie, ich habe meine Kinder, Frauen, Kinder und wir haben jetzt einen Haufen zu tun. Ja, wenn wir in einem Haus leben, was voller Antideutscher ist, ja, also in Deutsch von Geburt her. Das Verhalten ist antideutsch, aber hochtreu, ja, die nicht mal
Achtung und Respekt vor anderen Frauen und Kindern haben, die sogar körperlich bedrohen mit Morddrohung und angreifen. Das haben wir letzte Woche Donnerstag erlebt. Die haben meine Frau nicht nur unserem Besucher den angegriffen, sondern einen 53-Jährigen angegriffen, sondern auch meine Ehefrau körperlich angegriffen und unsere Tochter, ja, die Tochter ist 13 Jahre alt, auch körperlich angegriffen von diesem antideutschen Pack hier im Haus, ja, und feiern sich dann einen großen, ja, und spielen dann solche Musik wie Nazis raus, man muss ihnen den Köpfe einschlagen und auch so einen Scheiß. Das sind die wunderbaren Deutschen, haben wir noch ein bisschen zu kämpfen hier, aber nicht mehr lang. Alles klar, Heil und Segen euch, ihr Lieben. Wir sehen uns, hören uns nachher gleich nochmal wieder. Dann mache ich Musik, aber wahrscheinlich dann ohne Kamera. Jetzt habe ich Kamera eingeschaltet, damit ihr auch mich seht, damit ihr wisst, ich bin das. Nicht irgendwie eine Stimme im Hintergrund. Gotti, oh, Kamera mache ich schon mal aus und dann kommt noch ein bisschen Musik. Oh, und fertig ist die Kiste.